Was wir hier sehen, ist ein Flugzeug an einem Arm, das wir nutzen, um eine neue Technik der Höhenwindenergie zu erforschen. Das ist die Gewinnung von Windenergie mit angeleinten Flugzeugen oder auch Drachen, wie man sie nennen könnte. Und die Grundidee ist, dass wir von einem wirklichen Windrad, was ja eine Menge Material für den Turm, für die inneren Teile des Rotorblattes braucht, dass wir von so einem Windrad eigentlich nur noch die Flügelspitzen bauen wollen. Also nur noch die äußersten Teile, die sich mit hoher Geschwindigkeit im Wind bewegen und auch eine sehr große Fläche des Windfeldes abernten. Und wenn wir die alleine bauen und den Rest weglassen, dann brauchen wir immer noch ein Seil, was die Kraft auf den Boden überträgt. Das ist die Leine. Und wir brauchen natürlich einen Flügel, das ist das Flugzeug. Und was wir natürlich zusätzlich ganz stark brauchen, weil wir jetzt ein instabiles System haben, ist Regelungstechnik, Sensoren und die ganzen Möglichkeiten, das Flugzeug zu steuern. Die Regelungstechnik hält das Flugzeug in 200 bis 500 Metern Höhe auf einer achterförmigen Bahn. Grundlage sind die in Echtzeit übertragenen Wetter- und Umgebungswerte, aus denen ständig optimale Flugdaten berechnet werden. Ziel ist eine maximale Zugkraft des Flugzeugs auf das Halteseil. Denn dieses Seil bewirkt die Stromerzeugung. Das Seil wird am Boden von einer Winde aufgenommen, die gleichzeitig Stromgenerator ist. Je größer die Zugkraft ist und je schneller das Seil abgerollt wird, umso mehr Strom kann der Generator erzeugen. Sobald das Flugzeug die Maximalentfernung von der Bodenstation erreicht hat, endet die Zugkraft. Die Flugbahn ist so berechnet, dass das Seil mit wenig Energieeinsatz wieder aufgerollt werden kann, bis das Flugzeug neue Zugkraft entwickelt. Die Regelungstechnik sorgt dafür, dass die Energiebilanz deutlich positiv ausfällt. Ein Flugzeug an der Seilwinde soll einmal doppelt so viel Strom liefern wie heute ein Windrad. Die Freiburger Wissenschaftler haben eine weitere Idee. Sie haben ein System mit zwei Flugzeugen entwickelt, die an einem Y-förmigen Seil umeinander kreisen. Das würde eine noch höhere Stromausbeute bringen. Allerdings wären auch die Anforderungen an die Regelungstechnik noch höher, denn immerhin muss eine Kollision beider Flugzeuge verhindert werden. Die vordringlichste Forschung geht aber um Starts und Landungen. Die beste Flugbahn nützt nichts, wenn man sein Flugzeug nicht unbeschadet dorthin und von dort auch wieder zurückbringen kann. Die Methode, die wir untersuchen, die uns eigentlich vorschwebt, ist die, dass wir sagen, wir wollen einen Rotationsstart realisieren. Das heißt, wir wollen das Flugzeug, um es nachher in diese energiegewinnende Lage zu bringen, erst nah am Boden mit einem kleinen Arm im Kreis schwingen an seinem Seil. Das ist der Grund, warum wir diesen Arm überhaupt gebaut haben. Und dann das Seil verlängern und es dann in eine Flugbahn bringen, die eben diese Energieernte erlaubt. Das heißt, das Drehen des Karussells ist nicht im geringsten verbunden an die Energieernte, sondern es ist allein zum Starten und Landen gedacht. Und das Landen kann man dann mit dem gleichen Karussell ermöglichen. Das Flugzeug fliegt sozusagen, das Seil wird immer stärker eingezogen und geht dann in eine Kreisbahn um dieses Karussell und das Seil wird weiter eingezogen, bis es dann sozusagen gelandet ist. Die in Freiburg praktizierten Experimente sind nur eine Möglichkeit, Höhenwindenergie zu nutzen. Ein anderer Ansatz sieht vor, den Strom direkt am Flugzeug mittels kleiner Windturbinen zu erzeugen und durch das Halteseil zur Erde zu leiten. Auf dem Weg, die heutigen Windräder abzulösen und durch effektivere Windenergiesysteme mit Flugzeugen an Seilen zu ersetzen, haben sich Projektpartner aus ganz Europa zusammengeschlossen. In der sogenannten Höhenwindenergiekonferenz treffen sie sich alle zwei Jahre. Die Veranstaltung 2017 wird an der Universität Freiburg von Professor Diehl und seinem Team organisiert.